Aloha, meine Lieben, und willkommen zu Folge 5 von The Last of Us. Remastered, präsentiert von Celine, aka Queen Nerdy Dala. Jetzt sehen wir gerade den Ladebildschirm. Es ist wieder eine neue Aufnahmesession. Und ich musste nämlich gestern die Videos schneiden, was Ewigkeiten gedauert hat. Und vielleicht hat ja von euch einer mal einen Tipp. Ich finde, die Videos sind schon gut, aber die sind halt nicht so gut, wie sie sein könnten. Oh, oh, und es geht direkt ab. Wie Schmidts Katze hier. Wo geht dieses Vieh jetzt hin? Da hinten? Geht es weg? Geh weg. Scheiße. Was kommt der hier gelaufen? Achso. Joel, help! Wie? Joel, help. Wie, Joe, help? Das hatte ich ja noch nie. Dude, ich muss hier erstmal einsammeln, ey. Jetzt raus hier. Ich möchte nicht, dass mich dieses dämliche Vieh erwischt. Wo krächzt das denn jetzt rum? Da hinten. Schaffe ich es an ihm vorbei? Komm, dann werfen wir ihm jetzt noch. Komm, den brauchen wir gar nicht. So, dann haben wir das auch erledigt. Du blöder Klicker. Oh, die Klicker, die mag ich. Die mag ich gar nicht. Hast du was für mich? Ein Verbandskreis. Ich liebe die Dialoge in diesem Spiel. Ja, Joe, kannst wieder aufstehen. Du musst nicht den Mann mit den Rückenschmerzen machen. Oh, gleich kommt so eine... Ach, gleich kommt so eine Arschlochstelle. Ach, in diesem Gebäude kommen sehr viele Arschlochstellen, wenn man das jetzt mal so direkt sagen möchte. Come on. So. The stairwell's blocked. Should we go back up? No. Oh, this is crazy. Just don't look down. Are you serious? Ja, Tess macht keine Scherze. Come on, Ellie. Das Drahtseile? Ja. Da passiert bei Regen nicht so schnell was. Die werden ja nicht morsch. Aber die könnten rosten. Hm. So. Level 4. Oh nee. Ich will nicht, was jetzt kommt. So. Willst du deine Waffen? Danke. Waffenplätze. Du kannst mehr Waffen mitnehmen, als du Halfter hast. Zusätzliche Waffen werden in deinem Inventar abgelegt und können gegen eine ausgerüstete Waffe getauscht werden. Ja, toll. Möchte ich aber gar nicht. Ja, ich muss jetzt einmal tauschen, um zu zeigen, dass ich verstanden habe. Vielen Dank. Ich möchte aber trotzdem die mit den 17 Schuss. Danke. Wie sieht's denn um meinen Stock aus? Ich muss mich aber, glaube ich, mal eben heilen, ey, wenn ich da runtergehe. Wie viel benutze ich das denn nochmal? Joe, benutzt es bitte? Nein. Ah, okay. Sollte ich vielleicht mal schneller rausfinden, wie man sowas benutzt. Mein Na, tauschen wir mal. Oh, meine hatte auch 4. Okay. Oh, ich hasse diese Stelle.
Von hier kann man nichts. Da liegt schon mal eine Konservendose. Ja. Runners. I'll go check it out. Stay with the girl. Joe, kannst du hier bitte durchklettern? Das wäre so viel einfacher, wenn wir die von da oben erschießen könnten. Okay, here goes nothing. Bams. Licht kann man ja zum Glück anlassen, dass wir wollen das Rohr haben. Okay, hier ist Nummer 1. Also ich habe es früher immer so gemacht, dass ich erst den... Also erst habe ich ihn hier. Dann habe ich den Klicker erschossen. Und dann habe ich gegen die anderen... Och, bitte. Wie kann denn mein Controller hier fast leer sein? Moment mal. Wo ist denn hier der... Oh, Moment. Ich muss mal eben Pause machen. Ey, jetzt fällt hier alles um. Ich fasse es nicht. Wo ist denn diese blöde Schnur? Ja, das ist jetzt hier nur so semi-professionell, was ich hier gerade mache. Sorry. Aber wie kann denn der Controller leer sein? Ich habe gestern nur 4 Folgen gespielt. Hallo, wieso geht das hier nicht rein? Als müsst ihr meinen totalen Noobism hier mitkriegen. Hallo! Moment mal. Dieses Grün des Controllers leuchtet mir so dermaßen ins Gesicht, dass ich nicht sehe. So. Und weiter geht's. Entschuldigt dieses kleine Intermezzo an totaler Fähigkeit. Wie mache ich das denn jetzt, ey? Ah. Mache ich es wie immer? Weil das Ding ist, wenn du die alarmierst und du hast den Klicker dabei, kannst du es komplett knicken. Weil der zerfetzt dich einfach. Wenn du dann auch noch gegen diese anderen Sponkies hier kämpfen musst. Fucking hell, ey. Wie mache ich das? Fucking hell. Mmh. Oh, sieht der mich da hinten? Ja, scheiße, ne? Ich glaube, es bleibt mir nicht anderes übrig. Ach, scheiße. Scheiße! Das war nicht gut! Was mit L1? Sprinte, 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 Joe. Geh mal da hoch, geh mal da hoch. Joe! There goes the half of your head. Jesus. Wow. Wow. Press, Joel. Let's just get out of here. Oh, das hat keinen Spaß gemacht. Hm. Ziemlich viel Money dafür verballert. Ich habe so schlecht getroffen, ey. Das war unfassbar. Hast du noch was fallen lassen? So, jetzt muss ich hier erstmal looten. Nee, also, das ist halt das Schlimme, ja? Wenn du nur Klicker hast, die sehen dich nicht. Das heißt also, du kannst dich... Natürlich ist das auch schwierig, aber du kannst dich ranschleichen und die mit so einem Schiff ausschalten. Wenn du aber die Kombination hast aus Klickern und Runnern... Ey, dann kannst du es komplett knicken. Siehst du, ich brauche keinen Verbandskasten. Weil dann hast du nämlich die Kacke am Dampfen, ey. Dann greifen dich die Runner an. Und dann hast du gegen die Klicker einfach überhaupt keine Chance, weil du kriegst dir. Du kannst ja nicht nur auf den Klicker schießen. Oh, hier ist aber viel zu essen. So. Damn, ey. Okay. Hier einmal bitte durch die Pfütze, Ladies. Hier müssen auch noch Kugeln liegen. Vielen Dank. So, dann wechsle ich jetzt tatsächlich mal auf die andere Waffe. Mach! So. Boah, zieh, Joe! Zieh! Ja! Ja.
Und los, ey, ist durch. Tess, go. Alright, hold on. Ja, kein Problem. Siehst du, warum konnte ich nicht da durchschießen? Das ist doch scheiße. So. Zum Fertigen? Was will ich denn jetzt fertigen? So. Erstmal looten. Sieh. Voll. Okay, ich guck mal eben, ob ich irgendwas herstellen kann. Ja. Ich stell das jetzt mal her. Ich meine, wir brauchen es nicht, aber bevor ich da nichts mehr einsammeln kann. Nö. Das wäre ja unclever. Oh, jetzt geht's runter in die wundervolle Welt des Arschtums. Let's get to it. Let's get to it. Hört ihr das schon? Das Gekreuchze, Gekrächze. Was wollen wir hier nochmal, ne? Und da. After we get back, we can take it easy for a little while. You want to take it easy. And you're the one always going on about laying low. And you always brush me off. Well, not this time. Unbelievable when I see it. Nicht durch das Selbstwasser. Wie kommen wir? Ach da. Obwohl das Wasser wahrscheinlich noch relativ rein ist. So, liegt hier noch irgendwas für uns? Nein, nein. Nein. Through here. Through here. Hier liegt auch nichts mehr. Also hier geht schon mal nicht lang. Je tiefer wir gehen, desto ätzender wird's. Voll, siehst du, jetzt bin ich schon mit irgendwas voll. Tja. Ja, ich weiß. Tess, mach hier nicht so einen Stress. Es wird gleich stressig genug. So, noch ein paar Auf-Dingsbums-Items, Aufrüst-Items. Habe ich alle? Ja. Da vorne liegen noch Pillchen, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl. Und wir kommen zum Next Collectible Item. Ja, gleich zum Next Collectible Item. Look at his sleeve. Firefly. Yep. These guys aren't doing well in or out of the city. Let's hope there's someone alive to me. Okay, mitten. Setze Molotow-Cocktails ein, um viele Gegner auf einmal zu erledigen. Ein brennender Gegner kann sogar andere entzünden. Mit L2 kannst du Molotow-Cocktails im Bogen werfen, um Gegner zu treffen, die in Deckung gegangen sind. Geh sorgsam mit deinen Vorräten um. Für Molotow-Cocktails brauchst du die gleichen Bestandteile wie für Medikits. Alright, let's make another one. Okay, das hätte ich auch vorher einsammeln können. Hier liegt noch was. Zack, zack. War das volle? Ach. Nee, nicht ganz. Okay. Ladies and Gentlemen, next collectible item coming up. Da müssen wir hier zu dem netten, kaputten Menschen. Ellie. Sweetie. Firefly-Karte ansehen. Lesen. Triff dich mit den zwei... Mit dem zweiten Firefly-Team beim Rathaus. Mädchen, 1,60, 14 Jahre alt, rothaarig. They're from the quarantine zone. 1,60 ist sie also. They're not our guys. Stell dich mal neben mich. Wir wissen, wie groß Joel ist. Stand ja auch ein Fragezeichen hinter. Ich schätze mal, Joel ist so 1,80, 1,85. Nee, 1,80, 1,80 bin ich ja. So. Over there, Sam. Shit. Oh, ich liebe diese Stelle. La 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 la, not. Okay, Joel, you take point. I'll watch the rear. Ellie, no matter what. Und das Geile ist, da trampeln die beiden Ellie und Tess echt wirklich wie die Vollidioten rum. Und, das kann ich glaube ich nicht aufsammeln. Klicker lautlos. Klicker kann ich auch hören, wenn du dich duckst. Leicht antippen, um dich leiser zu bewegen. Wenn man dich hört, halte an und warte, bis du dich wieder bewegen kannst. Bis du dich wieder sicher bewegen kannst. Naja, sicher, ne? Ist ja relativ hier. Ich muss mal eben hier die Flasche aufnehmen. Das ist noch hektischer, Joe.
Oh, I hate it. Fucking hate it. So, kommt, lauft doch alle dahin. Da läuft keiner hin. Wie viel habe ich erwischt? Komm, ja, alle. Und noch einen hinterher. So geht man mit seinen Vorräten. Komm, zünde die noch an, die Alte. Ja, sehr gut. Das könnte jetzt sich ein bisschen brutal für euch anhören, aber ist mir jetzt auch egal. Weil diese Stelle nervt mich so hammermäßig. Das war jetzt wahrscheinlich kein gutes... ach, scheiß doch drauf. Kein gutes Umgehen mit den Vorräten. Aber die sind ja noch lange nicht alle weg. Der Spaß hört ja nicht auf hier unten. Aber die anderen versuchen wir mal lautlos zu kriegen. Hier kommt das nächste Collectible Item, meine Lieben. Und ich zeige euch dann gleich auch, wo der Safe dazu steht. Derek von der Buchhaltung lässt uns seinen Safe benutzen. Leg mein Zeug rein, wenn heute Abend geschlossen wird. 34378. Müssen wir uns zum Glück nicht merken. Das habe ich mir beim ersten Mal versucht zu merken. Da hört ihr das Geschrei noch. Der Spaß ist wirklich noch lange nicht vorbei. Ich glaube, es sind mindestens noch 2 Klicker und 2 Runner da. Aber ich bin mir nicht sicher. Warum läufst du eigentlich nicht dahin? Hört mal, wie die trampeln! Ja, die Messer brauche ich für die. Ich muss euch leider erwürgen. Aber es wundert mich, dass du die erwürgen kannst und dass die... Also das und der, die machen ja auch noch Aufstand, ey. Dass du die erwürgen kannst. Das wundert mich, weil ich meine, das geht doch immer so über Brainstem, also so Gehirnzellen, Gehirnstamm. Wo ist er? Da ist er. I don't like you, honey. I don't fucking like you. Oh Gott, wenn ich jetzt hier rüber gehe, ist das jetzt dumm? Dann werde ich gleich feststellen, ne? Oh, Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich hier nicht greifen? Oh, mach nicht so ein Getöse, da steht noch einer. Bist du des Wahnsinns, Junge? So, jetzt machen wir ein neues. Fängt er hier an rumzuschreien wie so ein blöder Hansi. So, jetzt müssen wir aber trotzdem, ich meine beim Safe steht noch, ich weiß nicht, ob es ein Klicker ist, aber die würde man ja hören. Ich glaube, es ist ein Runner. Ja. Mach bloß kein Getöse. Zack, weg damit. Die sieht genauso aus wie die da vorne auf der Ecke. So, Ellie, du musst da mal weg. Okay. Ja, von mir aus. Glitscht das halt auch durch dich durch. So, ist hier was drin? Jetzt, wir können jetzt hier erstmal aufstehen, weil der eine Klicker... Also, ich hoffe, dass hier nichts noch anderes ist, weil da habe ich ein Problem. Der eine Klicker... steht ja da hinten. Wie mache ich das denn bloß mit dem? Kann ich auf den... Das habe ich noch nie ausprobiert und ich hoffe, dass das jetzt nicht dumm ist. Kann ich so ganz langsam auf den zuschleichen, ohne dass der das mitkriegt? Weil der muss aus der Ecke raus. Aber wenn ich ihn jetzt locke... Nehmen wir das mal. Okay, dieses Flaschengeklicke hören die zum Glück nicht. Ja, oh, 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 oh. Ey, Leute, ich bin echt hammermäßig angespannt gerade, ey. Hammermäßig angespannt. Ach du Scheiße. Wie werfe ich das denn? Nein! Ey. Stay on my ass.
Ja, das war scheiße. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie man es nicht macht. Hier brennt das noch. Okay, jetzt haben wir den total wahnsinnig gemacht. Das ist ja hammergeil. Wieso konnte ich... Ich wollte den greifen und schiffen. Also nicht schiffen, sondern schiffen. Ja, scheiße, wa? Wieso ging das nicht? Da kam gar nichts mit anklicken und an... Wenigstens konnten wir weglaufen. Ja, klick... Klick away, Honey Bunny. Oh, das war mein Handy. Kommt der jetzt hier rein? Okay. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig scheiße wird alles. Schneller, schneller, schneller. Ellie! Alter, macht die Gitti nochmal in die Hocke und fummelt sich an den Füßen rum. Puh! Ja, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wir sind unbeschadet aus diesem Drama hier entkommen. Everyone okay? Yes, let's move. You guys are pretty good at this stuff. Naja, geht so, ne? It's called luck. Ich habe mich jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert da. Der Joel ist aber auch so ein glass half empty, ey. It's called luck and it's gonna run out. So. Hier die wunderschöne Last of Us Szenerie. It's where we going, Tess? Capitol buildings in this direction. Danke. So, hier müssen wir wieder vorsichtig sein. Ich meine nämlich, dass hier Zombies drin sind. Also infected. Oh, ihr hört das nicht, ihr hört das nicht, ihr hört das nicht. Was total realistisch ist, aber egal. Ich liebe Unrealismus. Manchmal. Sieht auch wieder so aus. Ey, da hat die einen Ausflug mit ihren Drillingsschwestern gemacht. Und so ist es geendet. Sind die noch nicht mal zusammengeblieben? Ah! Oh, 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 oh. Boah, alter Schwede. Alter Schwede. Ah, ich hätte das Schiff noch holen können. Ich bin so blöd. Jetzt sind wir da schon raus. Na, egal. Here we go. So, raus damit. Zack. Davor, komm. Bams. Next collectible coming up, ladies and gentlemen. Müsst ihr hier rein. So. Ich komme da nicht drüber hinweg, dass das mit dem Klicker nicht funktioniert hat. Was für ein Schrott, ey. Da kam nichts mehr. Warum kam da nicht? Egal. Egal. So, lesen. CGI Sicherheitsbroschüre. Das Center for Disease Control hat diese Broschüre über die Cordyceps Gehirninfektion CGI herausgegeben, um die Achtsamkeit und Verhinderung der Ausbreitung zu verbessern. Hintergrund. Bla bla bla. Ihr könnt es gerne lesen. Eigentlich nur Insekten, Gliederfüßler befallen. Ah, neue Spezies. Kann auch Menschen. Übertragung. Einatmen, Kontakt mit Körperflüssigkeiten, in der Regel durch einen Biss, Inkubation, anfänglichen Infektion, bereit sich der Parasit innerhalb von 2 Tagen, Inkubation ist abgeschlossen, bla, körperliche Funktion des Wirts übernommen hat, Symptome, launisches, gewalttätiges Verhalten, gehen auf allen ihrer Umgebung los, ja. Nach einer gewissen Zeit durchbricht der Pilz das Gewebe des Wirts. Behandlung, kein Impfstoff. Diagnose, Bluttest, mikroskopische Untersuchung. Vielen Dank. So musste man auch immer während des Studiums lesen, weil die ganzen Bücher, da hatte kein Mensch Zeit. Ain't nobody got time for that. So. Okay. Let's hit... Maybe we can cut through let's here. Let the shit hit the fan. Sorry.
Come on, Joel. Double time. Los! They're coming. I know. Okay, that's good, go. Los, Joel! You got something on your shoe. Yeah. Gross. Yeah, gross. Gross it is, honey bunny. Gross it is. Okay, how do we get out of this place? So. Hier sind, glaube ich, noch ES-Pillen. Hallo, kann ich wieder aufnehmen? Danke. Ich guck mal, wie viele wir haben, ob wir Joel auch schon irgendwie aufrüsten können. Well, how were you bitten? I mean, you must have been somewhere you shouldn't to find an infected. Was will ich denn? Nee, ich warte noch ein bisschen. Schwanken der Waffe ist auch wichtig. Die schwankt ja wie eine Sau. I was in this military boarding school. Sneak out. You know, explore the city. I was in the mall when I ran into infected. That place is completely off limits. How the hell did you get in there? I had my ways. Anyways, one of those, what you guys call runners, bit me, and that was that. I see. Were you with Marlene when you were bitten? No. I went to her for help afterwards. Knowing her, I'm surprised she didn't shoot you. She almost did. Hope she's all right. I told you. She's gonna be fine. Übrigens, ich hatte mich ja gewundert, dass, wo war das denn jetzt? Dass bei der Fertigungszeit und Heiltempo schon ein Dingens drin ist. Das liegt aber an dem, ich habe mir die, ich weiß nicht, ob das bei den normalen auch ist, das Steelcase gekauft und da war so ein, für Survivor Kit oder irgendwie sowas war da drin. So, wie es hier aber weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.